Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Let's Play Resident Evil 3, das Remake. Ja, wir befinden uns gerade in, logischerweise, einem Speicherraum. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo wir reingegangen sind in der letzten Folge. Achso, Moment, bevor ich jetzt rausgehe. Genau, wir wollten nämlich mit dem Bolzenschneider eventuell nochmal was öffnen. Ich hatte nämlich überlegt, bevor... Ach so, Moment, ich wollte aber eigentlich noch was Munition machen. Das hatte ich mich auch noch überlegt. Ich wollte einmal das Schießpulver und das hochwertige Schießpulver. Hätte ich natürlich auch das untere jetzt nehmen können, aber egal. Wollte ich nochmal eben kombinieren und nochmal ein bisschen mehr von der Flintenmunition machen. Ah, Mist, ich hab's geahnt. Das ist aber nicht besonders viel, was man mit sich rumschleppen kann, beziehungsweise was man da reintun kann. Das ist natürlich ätzend. Nee, so nicht. Das möchte ich da reintun. Ja gut, da müssen wir halt die überflüssige Munition erstmal lagern. Ich möchte nämlich nicht zu viele von den Plätzen verschwenden. So. Jetzt muss ich mal eben gucken. Donut laden. Da oben im U-Bahn-Büro. Ich glaube, deswegen ist das wahrscheinlich auch noch so grau. War das jetzt auf der Seite? Nee, das war natürlich auf der anderen Seite. Was ist denn die Tür? Da. Da oben im U-Bahn-Büro habe ich nämlich überlegt, dass wir noch gar nicht fertig waren. Wir konnten da... Da oben ist das. Wir konnten da nämlich noch eine Tür öffnen, soweit ich weiß. Das ist mir dann nach dem... Ja, ausmachen im Endeffekt doch nochmal klar geworden. Hat der mich jetzt erschreckt? Den habe ich ja direkt vor der Tür abgeballert hier. Dass da noch was war, was wir noch machen konnten. Also hier oben könnten wir ja theoretisch auch noch was machen mit dem Schaltpult. Ich weiß auch nicht, warum das jetzt nicht funktionierte. Irgendwo war doch... War das gar nicht hier? Nee, das war in einem Speicherraum, glaube ich. Aber hier können wir auch nochmal kurz gucken. Schalttafel ist links von mir. Das müsste die aber sein. Weil der das so sagt, als ob ich da irgendwas nicht gemacht habe. Hm. Na gut. Aber das eine war auf jeden Fall, das war wahrscheinlich jetzt gerade in dem Raum, wo wir gerade drin gewesen sind, bei meinem Glück. Donutladen. Einfaches, ach, da war ein einfaches Schloss. War das nicht mit einer Kette? Hm. Was war denn das jetzt gerade hinter mir, was jetzt hier gerade ins Bild kommt? Das sah jetzt irgendwie ein bisschen komisch aus. Ich gehe trotzdem noch mal kurz durch den Donutladen durch, ob das jetzt wirklich so ein Schloss war, was man mit Dietrich öffnen musste. Ich meine nämlich eigentlich, dass da eine Kette dran gewesen ist. Nee, Moment. In welchen... Nee, im Donutladen. Was mache ich denn hier für Quatsch? Da hinten war es, glaube ich, ne? Da ist ein einfaches Schloss. Küche? Nee, hier ist nicht die Tür. Es war aber auf jeden Fall ein Speicherraum, wo diese Tür drin war. Jetzt bin ich hier doch gerade noch ein bisschen... Denk mal, einfaches Schloss. Das ist ja das, wo wir eben gewesen sind. Da müssten wir eventuell... Nee, nicht da. Mit der Taste... Da kommen wir nicht rum. Einfaches Schloss. Ne, das war die Schalttafel. Hä? Oder ist das in der Garage gewesen? Einfaches Schloss. Jetzt bin ich gerade wirklich etwas verwirrt. Schloss mit Vorhängeschloss. Oder ist es da oben gewesen? Dann die Treppen runter... Und dann da, wo der Feuerhydrant gewesen ist. Das kann natürlich jetzt auch sein. In die Richtung, ne? Nee. Oh mein Gott, irgendwann werde ich es doch mal verstehen, wie ich hier eigentlich rumlaufen muss.
Wahrscheinlich stehen die Zombies jetzt irgendwann auf, wenn ich das 2000. Mal hier entlang gelaufen bin. So, Moment, da ist die Ecke mit dem Feuerhydranten. Bitte bleibt schön da drin stehen. Die sind jetzt aber gerade nicht rausgekommen, oder? Es hörte sich gerade so komisch brutal an. So, hier war das. Ah. Okay, jetzt kann ich den Bolzenschneider benutzen. Meine ich doch. Ah, Gott. 5 Minuten oder so jetzt erstmal hier rumgeirrt. Zwischensequenz. Bist du UBCS? Ja, Vorsicht, Vorsicht. Komm, schau mich nicht so an. Ich bin nicht infiziert. Okay, kümmern wir uns. Nein, bitte! Was soll das? Er war infiziert. Vielleicht war er infiziert. Ihr Stars seid zimperlich. Darum sind so viele von euch tot. Und was bist du, UBCS? Bringst deine eigenen Leute um? Er hätte sich verwandelt. Wo ist dein Überlebensinstinkt? Geh zurück zur U-Bahn-Station. Wir brauchen kein Weichei wie dich, das uns behindert. Vielleicht hätte ich ihn auch mit einem blauen Kraut heilen können. Steht der jetzt nochmal auf? Ich hoffe nicht. Ah, Flintenmunition. Nein, jetzt habe ich die ja doppelt drin. Na toll. Hallo? Ja. Das ist schön, dass ich die wegwerfen kann. Ach so. Den brauche ich jetzt nicht mehr. Ehrlich gesagt, traue ich dem Braten aber nie so recht. Ich lege die dann meistens in die Kiste rein. Ich werfe die dann meistens nicht weg. Trainingsprotokoll. 10. Juli, 91,5 Kilo, 12 Runden im Hof, 2x Zirkeltraining. Leck mich am Arsch, Gefängnis. Die Umbrella Corporation hat mich gerade für einen Job angeheuert. Für einen Job. Keine Ahnung, wie ich meine lebenslange Strafe für den Mord an 20 Gangmitgliedern auslöschen werde. Aber ist mir auch egal. Ich nehme, was ich kriegen kann. Allemal besser, als den Rest meiner Tage hinter Gittern zu verkacken. Ich muss wieder in Form kommen. 26. Juli. 89,1 Kilo. 20 Kilometer gelaufen. 3x Zirkeltraining. Schießübung auf 400 Yard. 5x daneben geschossen. Bin gestern entlassen worden und zu einem Trainingscamp des UBCS gebracht worden, wo ich meine erste Kugel seit 2 Jahren abgefeuert habe. Hab ein stehendes Ziel auf diese Entfernung um 5 Zoll verfehlt. Das passiert mir noch doch nie. Ist, als ob ich alles vergessen habe. Aber egal, ich werd schon wieder. Passt nur auf. 15. August, 86,2 Kilo, 30 Kilometer gelaufen, 3x Zirkeltraining, Schießübung auf 600 Yard, 2x daneben geschossen. Okay, ich habe meine Zielgenauigkeit auf 3 Zoll runterbekommen. Fühlt sich verdammt gut an. Nach dem Mittag hatte ich mein erstes Übungsgefecht. Der Captain und die anderen sind gute Jungs, aber dieser Nikolai ist ein verdammter Psychopath. Er hat mich als menschlichen Schild benutzt, nur um ein paar Extrapunkte einzustreichen. 25. September, 82 Kilo, 30 Kilometer gelaufen, 4x Zirkeltraining, Schießübung auf 600 Yard, immer ins Schwarze. Murphy ist zurück, Leute. Ihr werdet mich nie mehr ein Ziel verfehlen sehen. Morgen gehen meine erste Mission los, Straßengewalt in Raccoon City eindämmen. Ich glaube, Jimmy hätte das gefallen. Mein Bruder war immer der Erste, der den Leuten geholfen hat, bis in mir diese Straßenraudis weggenommen haben. Jetzt bin ich dran, etwas Gutes zu tun. Auf die einzige Weise, die ich kenne. Okay. Mehr haben wir hier nicht. Moment, hier kam ich jetzt gerade durch, ne? Wo bin ich jetzt? Ah, okay. Ich höre hier so komische Geräusche. Ich meine, es ist Resident Evil. Natürlich höre ich komische Geräusche, aber... Oh, was ist mit dir? Ah, ne, hier kann ich was nehmen. Ich denke mal nicht, dass der nochmal aufsteht, oder? Letzter Eintrag eines UBCS-Soldaten.
28. September. Der Mittlere Osten. Osteuropa. Ostafrika. Ich hab gedacht, ich weiß, wie die Hölle aussieht. Ich dachte, ich kann alles aushalten, egal was auch kommt. Aber dieser Job, der sollte eigentlich leicht sein. Schnelles Geld. Das hatte ich mir verdient. Es ist alles auf einmal passiert. Unser Trupp war 30 Mann stark, alle mit den neuesten Sturmgewehren ausgerüstet. Und doch wurden wir in weniger als 48 Stunden ausgeschaltet. Ich habe genug Scheiße gesehen, um zu wissen, dass es immer noch schlimmer kommt. Und das war erst der Anfang. Vielleicht bin ich ein Feigling. Es ist mir egal. Dies ist der einzige Ausweg, der mir noch bleibt. Ich hoffe nur, dass mein Körper nicht wieder aufsteht, nachdem ich den Abzug gedrückt habe. Ah, okay. Also das erklärt zumindest, warum der hier so zugerichtet aussieht. Ich habe schon gedacht, der wäre zerfleischt worden. Aber dann wird er wahrscheinlich, hoffe ich, auch nicht mehr aufstehen. Ja gut, wenn ich keinen Platz mehr habe, muss ich den Bolzenschneider wegwerfen. Oh, eine Notiz. Notiz eines Elektrikers. Generatoren für die freie Nutzung, bereitgestellt von der Raccoon City Elektrikergilde. Aufgrund der andauernden Stromausfälle hat sich die Gilde entschlossen, Stromerzeugungsaggregate an verschiedenen Stellen in der Stadt bereitzustellen. Jeden steht es frei, sie zu nutzen. Beachten Sie allerdings, dass die Generatoren mit hoher Spannung arbeiten. Wenn diese Geräte Stößen oder sogar Schüssen ausgesetzt werden, könnten umstehende Personen einen Elektroschock versetzt bekommen. Ja, das haben wir ja schon mal genutzt, ne? Handschriftlicher Zusatz. Alles kapiert? Wenn ihr einen Generator seht, der Funken sprüht, kommt ihn nicht näher. Macht keine Dummheiten. Sicherheit geht vor, wie man sagt. Wenn wir diesen Mist hinter uns haben, habe ich garantiert eine Menge von kaputten Generatoren im Angebot. Euer Elektriker in der Nachbarschaft. Sam. Okay. Oh, da kommen jetzt wieder an einigen Zombies vorbei. Oh oh. Ah, ich hasse es. Hallo, machst du auch mal was? Jetzt habe ich mich schnell umgedreht, das wollte ich gar nicht. Ah, diese scheiß Viecher. Die ganze Zeit passiert nichts. Und dann muss ich so blöde Hunde kriegen und die fallen mich immer an. Ich weiß nicht warum, aber ich habe immer so ein Händchen dafür, dass die dummen Köter mich hier immer wieder erwischen. Ah, ich bin schon auf Gelb. Ich nehme mal lieber ein Kraut. Ich denke mal, dass die tot sein werden. Dass die jetzt nicht mehr aufstehen. Bei den Zombies bin ich mir allerdings nicht so sicher, ob die mir jetzt hier nicht entgegengelaufen kommen. Da kann ich eh nicht mehr draufdrücken. Okay. Ich traue dem Braten, wie gesagt, noch nicht so recht. Also da kann ich rein. Ich gucke nur, ob jetzt hier irgendwo was aus dem Auto rausgesprungen kommt. Würde mich jetzt auch nicht wundern, aber hier ist... Ah. Schießpulver, sehr gut. Können wir natürlich immer gebrauchen. Ach, die Scheibe ist kaputt. Ich dachte, da ist... Kommt man durch? Hier scheint nichts drin zu sein. Das sind immer so Stellen, wo dann Hunde ganz, ganz bestialisch wären. Weil man nicht wirklich ausweichen kann. Oh, da ist einer. Guten Tag. Noch einer. Wow, das nenne ich mal einen Headshot. Sind hier nur zwei drin? Ne, da kommt noch ein Dickerchen runter. Komm her, komm her. Komm zu mir. Komm und zeig dich der Mama mal. Lauf doch nicht weg. Sehe ich doch gar nicht, Mann. Geht doch.
Bin ich so schön an der einen vorbei. Nee, die sind hier. Aber ich glaube, ihm habe ich den Kopf weggepustet, ne? Ja, der steht nicht mehr auf. Okay. Perfekt. Hier ist nichts. Hier auch nicht. Das sieht mir auch nicht danach aus. Hinten ist noch ein Vorhängeschloss. Hier kann man noch hoch. Ist hier noch ein Zombie? Nee. Gut. Ich denke mal, da gehen wir dann gleich hoch. Ja, genau. Hier unten kommen wir nämlich nicht weiter. Da kommen wir natürlich wie immer auch nicht weiter. Wir brauchen endlich mal diesen dämlichen Dietrich. Mann. Nochmal Schießpulver. Perfekt. Haben wir noch ein bisschen Platz? Ja. Ich meine, gut, den Bolzenschneider. Komm, schmeißen wir den weg. Nee. Ich bin so ein kleiner Schisser. Ich lasse ihn doch nochmal drin. Aber ich habe es immer so verstanden, dass man die wirklich nicht mehr braucht. Trotzdem bin ich da immer so ein bisschen vorsichtig mit. Ah, rotes Kraut, sehr gut. Sturmgewehrmunition, oh oh. Ist auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite könnte das bedeuten, dass irgendwas Böses kommt. Ja, ein ganz böser Speicherraum liegt vor uns. Was ist denn das hier? Eine Gürteltasche. Ja, ich bin ein Rumschlepper. Wir haben 2 Plätze mehr bekommen. Ja, geil. Ich meine übrigens, wir hätten schon mal 2 Plätze bekommen. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Erstmal gucken, ob wir hier noch irgendwas... Da haben wir noch was. Fax vom Leiter des Unterwerks. An alle Mitarbeiter. Als Reaktion auf die gewaltsamen Ausbrüche in der ganzen Stadt haben wir einen geplanten Stromausfall eingeleitet. Sobald die Situation unter Kontrolle gebracht wurde, reaktivieren Sie bitte so schnell wie möglich die 4 Trennschalter. Sobald dies erledigt ist, schalten Sie den Hauptschalter in der Schaltzentrale ein, um das Stromnetz wieder zu aktivieren. Okay, also 4 Trennschalter und dann... Den Hauptschalter in der Schaltzentrale. Die Schaltzentrale, ist das nicht die? Wieso klicke ich immer erst da drauf? Ist das nicht die, wo wir drin gewesen sind? Dieser eine Raum, der hier, glaube ich. Da ist zumindest eine Schalttafel. Steht aber nur U-Bahn-Büro. Vielleicht ist das doch wieder was anderes. Okay, hier ist auch nichts mehr. Da gehen wir jetzt... What the hell? Was ist das denn für eine Kacke dahinter? Ich glaube, hier ist es wirklich ratsam, gleich mal zu speichern, bevor ich da reingehe. Das sieht ja abartig aus. Speicherpunkt haben wir hier, aber sonst auch nichts mehr zum Nehmen. Okay. Gut, dann werden wir jetzt erstmal Sturmgewehrpatronen kombinieren. Ach, mit denen kann ich das gar nicht kombinieren. Nein, nein, nein. Herausnehmen. Jetzt hat er daraus 200 gemacht. Okay. Das wollte ich nämlich eigentlich. So, verstauen. Verstauen. Dann hätte ich gerne noch ein grünes Kraut. Hat man nicht, ups, ganz unten noch eins? Nee, das war das hier. Okay. Können wir das hier direkt kombinieren? Ja. Okay, dann tun wir das jetzt auch erstmal wieder rein. Obwohl ich irgendwie im Gefühl habe, ich sollte doch lieber ein Kraut mehr mitnehmen. Das nehmen wir auf jeden Fall erstmal raus. So. Den Bolzenschneider, den verstauen wir jetzt. Ne? Ich bin ja so ein Schisshase. Das lassen wir jetzt erstmal so. Hier kann ich auch direkt bewegen. Okay, perfekt. Dann tue ich nämlich die Sachen direkt nach unten. Dann stören die da keinen. Das ist 2-mal normales Schießpulver, ne? Wie viel haben wir denn hier noch? 1-mal normal. 2-mal normal. Und 48 Schuss. Normalerweise würde ich sagen, 1 machen wir noch, aber... Ja gut, wir haben 2-mal noch, wo wir dann theoretisch... Ja, komm... Also wir kombinieren das nochmal eben. So, und kommen 30 raus. Da konnte ich dann nur die 60 behalten. Gut, das ist ein bisschen blöd, aber okay. Lege ich das jetzt erstmal hier oben hin. Das wird ja schnell weg sein, gehe ich mal von aus.
Das Kraut nehmen wir auf jeden Fall mit. Die drei Patronen bin ich am Überlegen. Konnte ich nicht eventuell noch ein fünfte? Nee, konnte ich nicht mehr. Okay. Dann würde ich normalerweise sagen... Aber das sieht für mich so aus, als ob da irgendwas Größeres drin ist. Und ich denke, wir müssen ja auch gleich durch. Also die Tür ist ja nicht abgeschlossen hier. Und ich gehe mal stark davon aus... Ach so, einfaches Schloss, ja klar. Ich gehe mal stark davon aus, dass die jetzt nicht umsonst einen Speicherpunkt hierhin gemacht haben. Deswegen, ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal speichern. Auf dem hier. So, und dann denke ich, dass ich noch so ein doppeltes Kraut mitnehmen werde. Weil ich traue dem Braten nicht so recht. Bin ich ganz ehrlich. Ich habe leider nur zweimal diese gemischten Kräuter und ein Erste-Hilfe-Spray. Also sollte Nemesis kommen, wenn er nicht gerade jetzt hier kommt, aber das glaube ich eher nicht, dann, ja, werde ich auf jeden Fall nicht allzu viel dem entgegensetzen können, wenn ich jetzt ehrlich bin. Ja, wir machen dann hier auch direkt mal einen kleinen Cut. Ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, was das jetzt im Hintergrund wird. Bin mir auch ein bisschen unklar, ob ich da rein möchte oder nicht. Aber ich meine, gut, wer nichts wagt, der nichts gewinnt, ne? Deswegen machen wir es kurz und schmerzlos. Ich mache hier einen kleinen Cut und dann gehen wir da rein, gehen nachschauen, was es da so gibt. Ich sehe übrigens gerade im Hintergrund. Ich denke, das sind wohl die vier Hebel, von denen da gesprochen war. Das wird mir bestimmt noch nützlich sein. Das gucke ich mir gleich AFK nochmal so ein bisschen an, wo die genau sind und hoffe, dass ich mir den Weg so einigermaßen merken kann. Bis zur nächsten Folge. Ciao!